troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Okay. So welcome again for this new panel on the importance of culture as a cultural weapon for peace. So without much
ado, I immediately give the word to Professor Luc Deichler, of Emeritus Professor of International Relations of the University of Leuven in Belgium, former director of the Research Center for Peace and Strategic Studies of Belgium. Wir hören zuerst von Professor Luc Reichler, emeritierter Professor für internationale Beziehungen, strategische Studien und Friedensforschung der Universität Leuven in den Niederlanden. Sein Thema: europäische humanistische Werte versus Kriegskultur. Was würde Erasmus zum Frieden in der Ukraine sagen? Und in der Diskussion werden wir vielleicht, kann er noch mehr Fragen beantworten. Guten Morgen. Danke, dass Sie mir einige Ihrer wertvollen Zeit schenken und dieses schöne Auditorium, um einige Gedanken zur Analyse des aktuellen Krieges in Europa und vor allem darüber nachdenken, wie Desiderius Erasmus damit umgehen würde. Was würde Erasmus über Krieg und Frieden in der Ukraine heute sagen? Als einer der größten Gelehrten der Renaissance wies Erasmus auf die Torheit von Religionskriegen hin. Torheit ist eine Politik, die dem Wohlergehen der Menschen in den beteiligten Staaten zuwiderläuft. Und er nahm sich das Establishment seiner Zeit vor, seien es Fürsten oder Päpste. Ihre Ausreden für den Krieg wurden in Schriften wie Lob der Torheit und die Klage des Friedens kritisiert und persifliert. Mitten im Krieg, gab er Ratschläge für Frieden. Seine Kommentare von vor fast 500 Jahren sind auch heute noch relevant, denn obwohl Kriege immer einzigartig, historisch und kulturell unterschiedlich sind, sind sie auch universell ähnlich. In Kriegen und Gegenkriegen, damit der Krieg gegen das angreifende Land. Solche Kriege alle werden immer bewusst Gräueltaten begangen. Menschen, vor allem Soldaten, werden immer noch abgeschlachtet, durchbohrt, verbrannt, zerfetzt, erstickt, gefoltert, geplündert und so weiter. Und die Gewalt im Krieg wird ganz anders als Gewalt im Frieden, wird beklatscht, als gerecht und patriotisch bezeichnet. Die Soldaten, ob tot oder lebendig, werden mit Abzeichen geehrt. Erasmus warnte, dass Kriege für Menschen attraktiv sind, die kein Wissen und keine Erfahrung über Krieg haben. Seine Abscheu vor dem Krieg kommt gut zum Ausdruck in dem Zitat Dulce bellum in expertis, zu Deutsch: Der Krieg ist süß für die Unerfahrenen. Bevor ich den Krieg in der Ukraine durch Erasmus betrachte, möchte ich mich auf einige Facetten des Krieges konzentrieren, die nicht Teil des offiziellen Diskurses im Westen sind. Ich befasse mich seit 50 Jahren mit Kriegen und gebe dazu meine Analyse des Ukraine-Krieges von dem Standpunkt aus. Ich habe 8 Facetten. Ich denke, da gibt man ein viel unabhängigeres Bild. Erstens, der Krieg war antizipierbar. Mehrere Diplomaten und Wissenschaftler, darunter auch ich, haben einen Krieg erwartet. So warnte beispielsweise 2008 während der Präsidentschaft von George Bush der US-Botschafter in Russland William Burns
späterer Direktor der CIA, er warnte, dass die Ausweitung der NATO auf Georgien und die Ukraine tödliche Folgen haben würde. Das wäre die deutlichste aller roten Linien und würde einen fruchtbaren Boden für russische Interventionen auf der Krim und in der Ostukraine schaffen. Also, zweitens, der Krieg hätte verhindert werden können. Der Westen, insbesondere Amerika, hat eine Kriegsverhinderung erschwert durch expansionistische Außenpolitik, vor allem im 21. Jahrhundert, Reduzierung der Diplomatie auf Zwangsdiplomatie und Regimewechsel, sowie die Unterschätzung der Risiken und Kosten eines eskalierenden Stellvertreterkrieges. Der politische Realismus von Hans wurde durch den Neokonservatismus ersetzt, der demokratische Staaten drängte, eine neue Weltordnung durch militärische Macht, Sanktionen und Regimewechsel zu schaffen. Also der Krieg war vorhersehbar, wurde nicht verhindert. Drittens, Russland hat den Krieg begonnen und wird als Hauptschuldiger bezeichnet. Aber der Westen und Kiew sind mitverantwortlich. Es gibt mehrere Zeichen für eine Mitverantwortung. 1990 definierte sich die Ukraine als neutrales Land. Es würde keinem Bündnis beitreten. Die NATO würde sich nicht auf die Ukraine ausdehnen. In den ersten 24 Jahren seiner Unabhängigkeit hat die Ukraine keinen Krieg erlebt. Aber die amerikanische Einmischung in die Innenpolitik der Ukraine im Namen des Regimewechsels war schon vor der Maidan-Revolution in vollem Gange. Diese Einmischung in die inneren Angelegenheiten und die schleichende Expansion der NATO bedrohten die objektive und subjektive Sicherheit Russlands. Russland mahnte seine existenzielle Sicherheit an. Die USA und NATO ignorierten die Sicherheitsfrage mit dem Argument, dass ihr Bündnis friedlich und defensiv sei. Dieses öffentliche Bekenntnis steht in schmerzlichem Widerspruch zu den vielen Kriegen, die Amerika, seine Verbündeten und die NATO im 21. Jahrhundert geführt haben, im Nahen Osten und in Europa. Sie kennen alle: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Serbien zur Unterstützung der Separatisten in Kosovo 1999 und so weiter. Die zunehmende politische und geografische Ausdehnung der NATO bis an die russischen Grenzen stellte Russland vor eine Krise und ein Dilemma, das zuzulassen oder die Ausdehnung rechtzeitig zu stoppen und damit vollendete Tatsachen zu vermeiden. Vierter Punkt. Es gibt nicht genug Raum für eine offene Diskussion nicht nur in Russland und der Ukraine, sondern auch im Westen. Bekanntlich eine unparteiische, offene und kritische Diskussion über Prävention und Mitverantwortung hätte zu einer fundierten Analyse und Prognose sowie zu einer rationalen und realistischeren Politik beigetragen. Es würde die Chancen auf ernsthafte Friedensverhandlungen deutlich erhöhen. In Russland ist ein kritisches Gespräch über den Krieg und den achtjährigen Bürgerkrieg in der Ukraine, der ihm vorausging, unmöglich oder mindestens sehr schwierig. Das ist auch so in der Ukraine. In den öffentlichen Räumen des freien und demokratischen Westens wird erwartet, dass alle in dieselbe Richtung zeigen. Eine offene und kritische Diskussion wird durch Gruppendenken sabotiert. Dabei handelt es sich um ein politisch-psychologisches Phänomen, das der Zustimmung Vorrang einräumt und kritische Kommentare und Alternativen ausschließt. Merkmale davon sind, diesem Gruppendenken, die Illusion der Unfehlbarkeit, die Idee, wir machen nie Fehler,
die Überzeugung, dass die eigene Moral überwiegt, die Rationalisierung der eigenen Entscheidungen, die Stereotypisierung oder Diabolisierung des Gegners sowie Druck und Sanktionen, um Konformität zu erzwingen. Dieses Klima des Gruppendenkens untergräbt die Chancen einer erfolgreichen und kosteneffizienten Entscheidungsfindung und bildet eine einseitige und engstirnige öffentliche Meinung. Übrigens, in Kriegen neigen Pazifisten und Friedensforscher dazu, ins Abseits zu geraten, sanktioniert und als Verräter, Träumer oder psychisch Abweichende stigmatisiert zu werden. Man sieht es, die Akademiker sind ziemlich still, weil sie brauchen ja weiter Geld für ihre Forschungen und so weiter. Und fünftens, der Krieg in der Ukraine ist eine bösartige Vermischung eines internen Krieges und eines Stellvertreterkrieges. Es handelt sich um die Eskalation eines 8 Jahre dauernden Bürgerkriegs in einem plurinationalen Land. Glücklicherweise ist es bisher ein begrenzter Krieg geblieben innerhalb der Grenzen der Ukraine. Es ist ein riesiges Medienereignis. Die Diplomatie ist am Boden. Präsident Zelensky geriert sich als Stand-up-Diplomat und erscheint fast täglich auf Pressekonferenzen oder in seinem Amtszimmer. Es ist ein zynischer Krieg, für den die Bevölkerung und die Frontsoldaten bezahlen. Die Kosten sind hoch, der nächste Punkt. Während eines Krieges es ist immer schwierig, gute Statistiken zu finden im Krieg. Sie sind meist grob und unzuverlässig. Die Zahlen sind Teil der psychologischen Kriegführung. So wird zum Beispiel den Opfern und Zerstörungen während des vorangegangenen, später internationalisierten Bürger- und Sezessionskriegs im Donbass nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich erinnere mich, am 9. April 2018 berichtete die Washington Post, dass über dieses Kämpfen in dem Donbass, dass der Donbass eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt ist. Nach 5 Jahren Kämpfen wurden mehr als 10.000 Menschen getötet, davon 2.800 Zivilisten. Der Krieg zerstörte, also vor 2022, zerstörte die Infrastruktur und ein Drittel der Krankenhäuser und Schulen, Häuser und Wahleinrichtungen. Die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen war sehr hoch. Für den aktuellen Krieg das Problem bei Kriegen sind nicht nur die enormen Kosten, und da meinen wir nicht nur die materiellen Kosten, wirtschaftlich, sondern auch sozial, politisch, psychologisch, spirituell, ökologisch und so weiter. Aber es geht auch um die tatsächlichen und erwarteten Vorteile und Gewinne. Ich stellte fest, dass Kriege so lange dauern, solange sie von den Hauptbeteiligten als gewinnbringend angesehen werden. Siebtens, die Kriegslogik setzt sich durch. Es wurden keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, um die Chance für eine Deeskalation und einen nachhaltigen Frieden zu erhöhen. Humanitaristen wie Falken fordern weiterhin mehr Waffen und mehr Krieg. Der Einzeiler von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, Zitat, Waffen sind der Weg zum Frieden, ist der passende Titel für ein surrealistisches Gemälde von Magritte. Achtens, mein letzter Punkt. Der Krieg wird wahrscheinlich in einer Lose-Lose-Lage enden. Die Gewalt kann noch lange anhalten.
sich verschärfen und sich gar führen zu einem Regional-, Drittwelt- oder Atomkrieg. Die Verluste erleiden nicht nur die Ukrainer und die Kämpfer auf beiden Seiten des Schlachtfelds, meist junge Männer, von denen 40-50% keinerlei militärische Erfahrung haben, sondern auch ganz Europa. Für einige Zuschauer im Rest der Welt ist der Krieg eine europäische Tragikomödie. Na, jetzt viel wichtiger, wie würde Erasmus auf die Kriege im 21. Jahrhundert und besonders auf den Krieg in der Ukraine reagieren? Ich will sagen, in 5 Abschnitten, was wahrscheinlich seine Antwort wäre. Er würde die Ausreden für den andauernden Krieg kritisieren und persiflieren. Zum Beispiel die falsche Darstellung des Krieges als Verteidigung der Demokratie und der demokratischen Welt. Er würde sich auch mit der Propaganda auf beiden Seiten auseinandersetzen. Vor allem aber würde er auf die Dummheit des Krieges und die Hybris und Mittelmäßigkeit der Kriegstreiber hinweisen. Nur weise Menschen schaffen nachhaltigen Frieden. Moderne und Waffen verglichen mit den Religionskriegen vor 500 Jahren und moderne und intelligente Waffen haben die Grausamkeiten des Krieges nicht verringert und die Massenvernichtungswaffen warten hinter der nächsten Ecke. Erasmus würde auch die Prinzen und Könige nennen, die Kriegsgewinnler, die für den Krieg verantwortlich sind. Und wie er vor 500 Jahren sagte, was nicht durch Argumente und Fakten widerlegt werden kann, kann man durch Lachen zerlegen. Das ist so der erste Punkt. Er würde sich auf die Torheit des Krieges konzentrieren. Zweiter Punkt. Seine Beobachtung ist etwas für, Krieg ist etwas für Menschen, die keine persönliche Erfahrung mit Kriegen haben. Wenn man den Krieg in der Ukraine heute anschaut, er sieht immer mehr wie ein Käfigkampf aus, ein großer, wo die Unterstützer auf beiden Seiten von außen sichere Zuschauer sind. In Amerika, Belgien, Italien, da ist man ziemlich sicher. Und sie die Kämpfer anfeuern, dass der Krieg für Leute ohne Erfahrung einfach ist. Und das, der dritte Punkt. Als konstruktiver Pazifist würde er seine kritische Analyse durch Friedensarbeit ergänzen. Er würde fordern, dass der Krieg aufhört, denn er fand Frieden wertvoller als das Streben nach Triumph und er hält einen eingefrorenen Konflikt für weniger zerstörerisch, weniger kostspielig und weniger gefährlich als einen langwierigen Krieg. Die Beendigung des Krieges würde mit der Wiederaufnahme von Kommunikation und Friedensverhandlungen, aber auch mit Entwicklung einhergehen. Als Überzeugung für unser Publikum, als Fall der jüngeren Vergangenheit, würde er sich an den Koreakrieg halten. Das war ein Krieg, in dem beide Seiten verloren und es gab einen Waffenstillstand. Und Südkorea, das verhandelte, entschied dann auch, sich schnell wirtschaftlich zu entwickeln. Südkorea erinnert uns daran, dass nicht derjenige, der einen Krieg gewinnt, sondern derjenige,
der den Frieden gewinnt, über seine Zukunft entscheidet. Ein Waffenstillstand in der Ukraine in Verbindung mit Bemühungen, den Frieden zu gewinnen, könnte eine Formel zur Beendigung des Krieges sein. Der vierte Punkt, ich denke, hier geht es um den Zusammenhang zwischen Bildung und Frieden. Erasmus würde dringend empfehlen, dass das Erasmus Plus Programm für Bildung, Jugend und Sport, dass auch die Erziehung zur nachhaltigen Friedenskonsolidierung und der Verhütung von Kriegen Aufmerksamkeit schenkt. Und man würde Russen wie Ukrainer auffordern, mitzumachen. Schließlich zuletzt, er möchte die Menschen ermutigen, uns alle sich an der Schaffung eines nachhaltigen Friedens zu beteiligen. Das mag wie ein Traum klingen, aber wie er vor 500 Jahren sagte, es gibt einige Menschen, die in einer Traumwelt leben, und es gibt einige, die sich der Realität stellen. Und dann gibt es diejenigen, die das eine in das andere verwandeln. Ich denke, die meisten von uns gehören zu dieser letzten Kategorie. Die versuchen, das eine zum anderen zu machen, zu verwandeln. Und zum Ende will ich sagen, Erasmus war für mich eine Quelle von Mut. Als Emeritus, ich habe so viele Kriege studiert und ich dachte, ich gebe auf. Aber Erasmus war eine große Quelle für Mut. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen begeisternden, für diese guten Worte und Emotionen. Ich möchte jetzt eine Botschaft vorlesen von Liliana Gorini aus Italien, die Vorsitzende von Movisol, La Rusches Bewegung in Italien. Und aus verschiedenen Gründen kann sie heute nicht hier sein. Ich möchte also Ihre Botschaft vorlesen an die Konferenz. Es tut mir leid, dass ich nicht persönlich an der Konferenz teilnehmen kann, wie ich gehofft hatte. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht an mich von der letzten Konferenz zum Gedenken an Lynn im Jahr 2019, an der ich teilgenommen habe, weil ich eine Mitfahrgelegenheit hatte. Einige von Ihnen kennen mich durch die Zusammenarbeit mit Helga und Lynn LaRouche bei der ersten Konferenz über die Verdi-Stimmung 1988 in Mailand, wo ich lebe. Leider scheint mich im letzten Jahr die Maledizione von Rigoletto getroffen zu haben und ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr reisen. Helga hat mich gebeten, Ihnen allen eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich dachte, dass ich angesichts der dramatischen Situation, die wir derzeit alle in Europa erleben, wo unsere europäischen Regierungen den Willen ihrer Völker einfältig ignorieren und in den Krieg ziehen, zwei Giganten meines Landes Italien zitieren sollte, um einen Hoffnungsschimmer zu wecken. Der eine ist Giuseppe Verdi, der italienische Komponist, der andere ist Papst Johannes der 23., dessen Enzyklika Pacem in Terris, Friede auf Erden, am 11. April 1963 veröffentlicht und dann ins Russische und Englische übersetzt wurde. Sie war der Schlüssel für den Friedensprozess zwischen Kennedy und Nikita Khrushchev, wie es kürzlich auf einer Konferenz in Rom, der Ara Pacis, zum 60. Jahrestag von JFKs berühmter Friedensrede an der American University bestätigt wurde. In einer kürzlich abgegebenen Erklärung als Vorsitzende von Movisol zur Unterstützung des Referendums in Italien, das auf der Grundlage der italienischen Verfassung die Lieferung von Waffen an die Ukraine staffen sollte, habe ich die italienische Premierministerin Giorgia Meloni scharf verurteilt, die auf dem G7
Gipfel in Hiroshima Hand in Hand mit Präsident Joe Biden die Unfravoreinheit besaß, von Frieden zu sprechen, während sie sich beide auf einen Krieg mit Russland und China vorbereiten, einschließlich eines Atomkriegs. Ich fühlte mich an die Worte von Giuseppe Verdi in seiner Oper Don Carlos, inspiriert von Friedrich Schiller, erinnert, in der Don Rodrigo dem spanischen König Philipp sagt, dass sein sogenannter Frieden für Flandern ein schrecklicher, schrecklicher Frieden, der Frieden der Gräber sei. Einen sehr ähnlichen Ausdruck benutzte Kennedy bei seiner Rede an der American University, als er sagte, er wolle keine Pax Americana, einen Frieden der Gräber, sondern einen wahren Frieden für alle Menschen und alle Zeiten. Papst Johannes der 23. teilte Kennedys Ansicht. In seiner Enzyklika wies er sehr deutlich darauf hin, dass die Aufrüstung nur zu einem dritten Weltkrieg führen kann und nur ein Abrüstungsvertrag, wie er einige Monate später von Kennedy propagiert wurde, diese Gefahr verhindern kann. Er schrieb, Zitat, es besteht die allgemeine Überzeugung, dass der Frieden unter den heutigen Bedingungen nur auf der Grundlage eines ausgeglichenen Gleichgewichts der Rüstung gesichert werden kann und dass dieser Faktor die wahrscheinliche Ursache für die Aufstockung der Rüstungen ist. Wenn also ein Land seine militärische Stärke erhöht, werden andere sofort von einem Wettbewerbsgeist erfasst, der sie dazu veranlasst, ihre eigenen Rüstungsbestände zu erhöhen. Und wenn ein Land mit Atomwaffen ausgerüstet ist, halten sich andere für berechtigt, selbst solche Waffen mit gleicher Zerstörungskraft herzustellen. Zitat Ende. Oh, es geht weiter. Zitat, folglich leben die Menschen in ständiger Angst. Sie haben Angst, dass jeden Moment der drohende Sturm mit schrecklicher Gewalt über sie hereinbrechen könnte. Und sie haben gute Gründe für ihre Angst, denn an solchen Waffen mangelt es gewiss nicht. Es ist zwar schwer zu glauben, dass irgendjemand es wagen würde, die Verantwortung für die Auslösung des entsetzlichen Gemetzels und der Zerstörung zu übernehmen, die der Krieg mit sich bringen würde, aber es ist nicht zu leugnen, dass der Flächenbrand durch einen zufälligen und unvorhergesehenen Umstand ausgelöst werden könnte. Auch wenn die ungeheure Macht der modernen Waffen tatsächlich abschreckend wirkt, ist zu befürchten, dass die Erprobung von Kernwaffen zu Kriegszwecken, wenn sie fortgesetzt wird, zu einer ernsten Gefahr für verschiedene Lebensformen auf der Erde führen kann. Zitat geht weiter. Daher schreien Gerechtigkeit, Vernunft und die Anerkennung der Würde des Menschen eindringlich nach einer Beendigung des Wettrüstens. Die Rüstungsbestände, die in den verschiedenen Ländern aufgebaut wurden, müssen von allen Beteiligten gleichzeitig reduziert werden. Nuklearwaffen müssen verboten werden. Es muss eine allgemeine Übereinkunft über ein geeignetes Abrüstungsprogramm mit einem wirksamen System der gegenseitigen Kontrolle erzielt werden. Mit den Worten von Pius XII, das Unheil eines Weltkrieges mit dem wirtschaftlichen und sozialen Ruin und den moralischen Exzessen und der Auflösung, die ihn begleiten, darf auf keinen Fall ein drittes Mal über die Menschheit hereinbrechen. Zitat Ende von Papst Pius XII. Sein letztes Gebet erinnert uns auch an den Westfälischen Frieden, der von Helga Zeppler-Rusch oft zitiert wird, und an das Konzept von Vergebung. Zitat, immer noch von dem Papst, lasst uns also mit aller Inbrunst für diesen Frieden beten, denn unser göttlicher Erlöser uns bringen wollte. Möge er alles aus den Seelen der Menschen verbannen, was den Frieden gefährden könnte. Möge er alle Menschen zu Zeugen der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der brüderlichen Liebe machen. Möge er mit seinem Licht den Geist der Regierenden erleuchten, damit sie nicht nur für das materielle Wohlergehen ihrer Völker sorgen, sondern ihnen auch das schönste Geschenk des Friedens garantieren. Schließlich möge Christus den Wunsch aller Menschen entfachen, die Schranken, die sie trennen, zu durchbrechen, die Bande der gegenseitigen Liebe zu stärken, zu lernen, einander zu verstehen und denen zu verzeihen, die ihnen Unrecht getan haben.
Durch seine Kraft und Inspiration mögen alle Völker einander als Brüder in ihre Herzen aufnehmen und möge der Friede, nach dem sie sich sehnen, immer blühen und immer unter ihnen herrschen. Und am Ende sagt Liliane, mögen daher Papst Johannes der 23., Kenny und Giuseppe Verdi uns alle inspirieren, für einen wahren Frieden zu kämpfen und der nur die Achtung erheischt. Danke. Ich möchte Herrn Abbazi vom Nationalen Institut für interkulturelle Aktivitäten bitten, aufs Podium zu kommen und sein Thema vorzutragen mit dem Thema Kultur, der Schlüssel zum Frieden. Liebe Freunde und Kollegen überall auf der Welt, wir sind heute hier versammelt, um mit aller Kraft nach nützlichen Ideen und Lösungen zu suchen, um den schrecklichen bewaffneten Konflikt zu lösen, der seit fast anderthalb Jahren auf dem alten Kontinent wütet. Ein Bruderkrieg, der Tod und Zerstörung unter der Zivilbevölkerung in den direkt betroffenen Gebieten mit sich bringt, sowie eine sehr ernste Wirtschafts- und Finanzkrise in der übrigen Welt, zurückzuführen auf ein System der Spekulation, das von den multinationalen Nahrungsmittel- und Energiekonzernen mit beispielloser Bosheit betrieben wird. Konzerne, die oft von denselben Herren kontrolliert werden. Wir wissen sehr wohl, dass Riesen wie Vanguard und BlackRock über Monsanto, Cargill und DuPont einen Großteil der Aktien multinationaler Agrarunternehmen halten. Diese besitzen heute in der Ukraine etwa 19 Millionen Hektar Land, die für intensive Landwirtschaft genutzt werden. Das entspricht 60% der ukrainischen Agrarfläche. Ebenso sind 100% der ukrainischen Bergwerke heute im Besitz multinationaler Konzerne. Die Frage, warum in diesem Teil Europas ein Krieg ausgebrochen ist, erscheint daher überflüssig, wenn man von diesen einfachen Zahlen ausgeht. Es kommt also nicht darauf an, die Ursachen des Konflikts zu analysieren, sondern zu verstehen, wie es möglich war, dass die amerikanische und europäische Öffentlichkeit, die dank ihrer Friedensbewegungen immer wachsam für das Problem des Friedens war, von dem Geschehen heute wie gelähmt ist. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Das waren die Slogans, die auf der Fassade des Wahrheitsministeriums in George Orwells berühmtem Roman eingraviert waren. In diesem Jahr hat die Europäische Union in geradezu grotesker Weise einen Friedensfonds geschaffen, mit dem fast 8 Milliarden Euro für den Kauf von Waffen bereitgestellt hat. Wir kaufen Waffen, um, wie es heißt, Konflikte zu verhindern und Frieden zu schaffen, steht an prominenter Stelle auf der Webseite des Europäischen Rates. Fast eine Parallele zum Orwellschen Wahrheitsministerium. Wenn eine Institution wie die EU die Grundlage der Freiheiten, nämlich die Wahrheit, umdrehen kann, indem sie die Lieferung von Waffen, Werkzeugen zum Töten, als nützliche Werkzeuge zur Friedensschaffung bezeichnet,
Dann ist der kulturelle und moralische Verfall der Institutionen wie auch der Medien, die solche Lügen aufdecken müssten, offensichtlich. Was sich bereits über die Konzentration der Nahrungsmittel- und Energieproduktion in den Händen einiger weniger Mächtiger gesagt habe, gilt leider auch für die politischen Institutionen, die Medien und die Verantwortlichen im Bildungswesen. Die Kultur, die sich nach den Lehren von Sokrates und Platon mit der Entwicklung von Gedanken befassen soll und Gesellschaftsmodelle aufzeigen soll, die zur Erreichung edlerer Ziele wie Gemeinwohl und Solidarität zwischen den Völkern aufzubauen sind, wird ständig zu einer Art unwichtiger Mode degradiert. Gleichzeitig werden diese Grundsätze den Interessen weniger Wirtschaftsmächte untergeordnet, die die heutige Gesellschaft zu einem riesigen Markt der Unsicherheit gemacht haben, auf dem man alles kaufen kann und alles verkaufen kann und sogar das Recht auf Leben. Es ist eine Gesellschaft, worin der soziale Zusammenhalt nach und nach zerstört wird und der ständig angebliche Notstände wie Klimakrise, Gesundheitskrise, Finanzkrise aufgedrängt werden, die die nationalen Entscheidungen in Landwirtschaft, in Handwerk, in Industrie und in der Gesellschaft verändern können. Deshalb ist es an der Zeit, diese durch die Globalisierung von Wirtschaft und Kultur verursachte neobarbarische Entwicklung zu stoppen. Es muss eine neue soziale und kulturelle Renaissance eingeleitet werden. Dazu brauchen wir für unsere westlichen Gemeinwesen dringend ein neues Paradigma, welches das Prinzip der Wirtschaft als Zentrum der Gesellschaft endgültig aufgibt und den Menschen in seiner materiellen und geistigen Komplexität wieder in den Mittelpunkt stellt. Die Politik muss ein harmonisches System neu definieren, in dem jeder Mann und jede Frau auf synergetische und organische Weise seine bzw. ihre Rolle spielt. Eine Gesellschaft, in der die Menschen danach beurteilt und geschätzt werden, wer sie sind, nach den Werten, die sie zum Ausdruck bringen und erfolgreich verkörpern, und nicht nach dem, was sie besitzen. Nur so können die einzelnen Nationen frei, unabhängig, selbstbestimmt und mit ihren jeweiligen Besonderheiten wieder Gemeinschaften werden und zum globalen Wachstum der ganzen Menschheit beitragen. Die durch jahrhundertelange Geschichte und unterschiedliche Kulturen entstandenen Unterschiede und Besonderheiten der Völker müssen zur treibenden Kraft werden, um einen konstruktiven Dialog für ein friedliches Zusammenleben aufzubauen. Einen Dialog, der zu einer gerechten Verteilung der Ressourcen des Planeten führt, auf dem wir alle leben, die oft Ursache für bewaffnete Auseinandersetzungen und beispiellose Gewalt sind, weil der kriminelle Wunsch besteht, sie in den Händen weniger zu konzentrieren. Bei der Entwicklung dieser These und dem Versuch, sie einzubeziehen, alle einzubeziehen, die ihre Ziele teilen, müssen jedoch starke und überzeugende Signale ausgesandt werden. Man muss der Welt klarmachen, dass sehr viele freie Menschen sich nicht nur den willkürlichen, selbstherrlichen Entscheidungen der globalistischen Eliten nicht beugen wollen,
sondern bereit sind für einen globalen Wechsel des Paradigmas, das bisher von denen aufgezwungen wurde, die sich für die absoluten Herren halten. Angesichts des bevorstehenden Frontalangriffs der Inhaber der wichtigsten globalen Medien ist eine Vernetzung erforderlich. Wir müssen so viele Veranstaltungen wie möglich organisieren und jeden Fernseh-, Internet- oder Radiokanal nutzen, um die Botschaft zu verbreiten. Auch die Einladung ausländischer Gäste zu lokalen Veranstaltungen muss zur Gewohnheit werden, um das Mantra zu widerlegen, dass nur die Globalisierung Freiheit, Pluralismus und Demokratie garantieren können. ENAC, das Nationale Institut für kulturelle Aktivitäten in Italien, das ich mit Stolz vertrete hier, organisiert in Italien eine Konferenz mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen Syrien und Italien wiederherzustellen. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen, die aus rein politischen Interessen unterbrochen wurden und auch nach dem dramatischen Erdbeben, das in der Türkei und in Syrien Tausende von zivilen Opfern gefordert hatten, nicht wieder aufgenommen worden sind. Auf dieser Konferenz, zu der wir jeden Anwesenden, der teilnehmen möchte, gerne begrüßen, wollen wir eine klare und unmissverständliche Botschaft senden. Während der Liberalismus von Frieden und Demokratie spricht und dabei Kriege und Mauern schafft, antworten wir mit der Kraft der Kultur, die als einzige in der Lage ist, individuelle Unterschiede zu garantieren und zu respektieren und gleichzeitig daran zu arbeiten, eine Brücke der Freundschaft, Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu bauen. Dankeschön. Vielen Dank für diese weisen Worte und Handlungsaufrufe. Jetzt ist es meine Ehre, Madame Tatjana Stagnoka ans Podium zu rufen, eine Abgeordnete des Europaparlaments aus Lettland. Und sie wird uns erzählen, was mit den Kulturen in Europa passiert, insbesondere der russischen Kultur. Vielen Dank. Zunächst einmal natürlich Dank an die Organisatoren. Danke für die Einladung, hier sprechen zu dürfen bei dieser Veranstaltung. Über ein sehr schmerzhaftes Problem reden zu dürfen. Aber ein paar Worte zum Thema dieses Sitzung, dieses Abschnitts. Wir pflegen zu sagen, bring mich nicht dazu, mein Gott, in einer Ära großer Veränderung zu leben. Aber wir leben jetzt in einer Ära großer Veränderung. Die Managementmethoden, die darauf ausgerichtet sind, die Bevölkerung Europas und der Welt nach den Werten des Homo economicus, des autarken, rationalen Verbrauchers, zu vereinheitlichen, befinden sich in einer Systemkrise. Der Wirtschaftsmensch ist nicht einmal eine Abstraktion, er ist eine Reduktion, eine flache Projektion eines von mehreren Maßstäben eines jeden Menschen. Die Realität ist, dass alle Menschen, Westeuropäer, Osteuropäer, Chinesen, Inder oder Russen, nicht auf die Summe
ihrer wirtschaftlichen Bedürfnisse und auf ihr Funktionieren als Konsumenten von Gütern und Leistungen reduziert werden können. Jeder Mensch existiert nur in den Wechselbeziehungen und in Beziehungen zu anderen Menschen. Und diese Kommunikationen sind nicht auf den für beide Seiten vorteilhaften oder akzeptablen wirtschaftlichen Austausch reduzierbar. Es handelt sich dabei um soziale und politische Kommunikation, die Zugehörigkeit zu einer Sprache, Kultur, nationalen oder subnationalen Gemeinschaft oder einer Religionsgemeinschaft. Sowohl diese Kommunikation als auch die Interessen sind außerhalb der Gemeinschaft, außerhalb des politischen Raums nicht realisierbar. Das folgende Phänomen ist offensichtlich. Mit dem Wachstum der Integration steigt im Gegenteil das Bewusstsein der Originalität. Es gibt die bekannte mathematische Regel, ich bin Mathematikerin von Beruf, der Prozess der Integration muss von einem Prozess der Differenzierung begleitet werden. Ich zitiere oft die Werte Europäischen Parlament, die Worte von ein Zitat, was Yehudi Menuhin zugeschrieben wird, den ich die Ehre hatte, an seinen Aktivitäten mit beteiligt zu sein, indem ich einen Sonderfonds für die europäischen Minderheiten geschaffen habe. Und er bei einer dieser Veranstaltungen sagte er Folgendes: Entweder wird Europa zum Europa der Kulturen oder Europa wird untergehen. Der Titel meines Beitrags lautet über Dämonisierung der russischen Kultur. Man braucht nicht darüber zu diskutieren, dass die EU mit Russophobie infiziert ist. Hier ist nur ein Beispiel von Tausenden. Auf dieser Folie sehen Sie die Einladung zur Diskussion. Eine Diskussion Pushing Pushkin, der Imperialismus und die Dekolonisierung der russischen Kultur, die von im März veranstaltet wurde von zwei Abgeordneten des Europäischen Parlaments, einer Litauerin von der Europäischen Volkspartei und einem französischen Mitglied, Raphael Glücksmann. Diese beiden Gastredner aus Großbritannien und auch aus Litauen. Der Hauptgedanke, den die Organisatoren und Gäste dieser Diskussion vertraten, ist, dass Russland jedes Werk der Kultur als Waffe der Kolonisierung eingesetzt hat und auch weiterhin einsetzt. Der brennende Hass und deswegen müsse die russische Kultur ausgeschlossen werden. In meinem Land, Lettland, aber auch in ist dieser brennende Hass auf alles Russische irrational und wird durch einen Minderwertigkeitskomplex der nationalen Eliten verursacht, meiner Meinung nach. Im Moment steht die russische Minderheit in Lettland am Rand einer Katastrophe. Unter den Schlägen der Entscheidungen der regierenden Politiker, die ausschließlich die nationale Mehrheit vertreten. Seit dem letzten Frühjahr hat sich die Situation erheblich verschlechtert. Der Krieg in der Ukraine diente als Signal für eine neuerliche Verfolgung der russischsprachigen Bevölkerung Lettlands. Vor 4 Jahren hat mich meine Kollegin Ines Vaidere, ein Mitglied des Europäischen Parlaments aus Lettland, beim Staatssicherheitsdienst angezeigt, weil ich öffentlich gesagt hatte, dass sich die Russen in Lettland wie die Juden am Vorabend des Zweiten Weltkriegs fühlten.
mit den Worten, dass wir das nicht vergleichen können. Die Situation der Juden in Deutschland wäre schlimmer gewesen. Jetzt twittert eine andere Kollegin, Sandra Kaniete, gelassen, dass wir das Fenster der Gelegenheit nutzen sollten, das sich geöffnet hat, um Fragen zu lösen, die für unser Volk wichtig sind. Vor allem die Abschaffung des Unterrichts in russischer Sprache und den Abriss der Denkmäler für die Befreier Lettlands von den Nazi-Invasoren. Sie sollten wissen, dass die ethnischen Russen 25% der Bevölkerung von Lettland ausmachen. Die russischsprachliche Minderheit macht 37% der Bevölkerung des Landes aus. Dieser Teil der Bevölkerung des Landes ist gemischter Herkunft. Ein Teil sind Nachkommen der Republik Lettland aus der Zeit von 1918 bis 1940. Ein anderer Teil sind die Arbeitsmigranten aus der Sowjetära. Unter den Wählern des Landes befinden sich etwa 25% russischsprachige Bürger, da 12% der russischsprachigen Einwohner mit ständigem Wohnsitz in einem Status verbleiben, der dem eines Staatenlosen nahekommt und sie daher nicht wählen können. Der lettische Kollege sprach von einem Fenster der Möglichkeit und meinte, wir können jetzt unsere Ziele ohne große internationale Aufmerksamkeit erreichen. Die Frage stellt sich also wir brauchen internationale Aufmerksamkeit, um das Problem. Was sind das für Ziele? Es handelt sich um eine groß angelegte Kampagne der lettischen Behörden zur Entmenschlichung, Unterdrückung und Ausgrenzung der russischsprachigen Bevölkerung des Landes. Die lettische Gesellschaft versinkt in der Welle von Hassreden in den Mainstream-Medien, sozialen Netzwerken. Kolumnisten, Kommentatoren vergleichen russischsprachige Land ganz offen mit Tieren, einer fünften Kolonne, aggressiven Besatzern. Einer der Abgeordneten der Regierungspartei, Sejma, rief offen zur ethnischen Säuberung auf, um den Anteil der ethnischen Letten an der Bevölkerung des Landes zu erhöhen. Die Unterschriften werden auf einer Petition für die Ausweisung illoyaler Bürger aus dem Land und dem Entzug ihrer lettischen Staatsbürgerschaft gesammelt, sowie für eine Petition für ein Verbot meiner Partei, der Lettisch-Russischen Union, die sich für den Schutz der Rechte der russischsprachigen Minderheit einsetzt. Die Europäische Union verfügt nominell über ein Instrument zur Bekämpfung dieser Art von Äußerungen. Es handelt sich um den Rahmenbeschluss 2008, 913, des Rates vom 28. November zur Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus. Dieses Dokument hat keine direkte Wirkung. Es verpflichtet die Staaten, die entsprechenden Handlungen in ihrer Gesetzgebung unter Strafe zu stellen. Und das lettische Strafgesetzbuch enthält einen Artikel, der die Aufstachelung zu nationalen, ethnischem und Rassenhass unter Strafe stellt. Der springende Punkt ist, dass dieser Artikel in meinem Land nur selektiv angewendet wird. Appelle an die Polizei und die staatlichen Sicherheitsorgane bezüglich der Verwendung von Hassrede und Aufrufen zur Gewalt gegen die russischsprachige Bevölkerung Lettlands sind fruchtlos. Die Einleitung von Strafverfahren wird immer wieder abgelehnt. Gleichzeitig wurden mehrere Journalisten, die auf Russisch schreiben, Anklage wegen angeblicher Aufstachelung zum Hass gegen die Titularbevölkerung erhoben. Die prominentesten von ihnen sind Juri Alexejew und Wladimir Lindermann. Die Regierung hat ein Paket von Initiativen zur Zerstörung von Gedenkstätten vorbereitet, die den Soldaten der Sowjetarmee gewidmet sind, die Lettland während des Zweiten Weltkriegs von der Nazi-Besatzung befreit haben. Etwa 150.000 sowjetische Soldaten starben in den Kämpfen um die Befreiung Lettlands. In fast jeder Familie russischsprachiger Letten und in vielen lettischen Familien
wird die Erinnerung an die Opfer des Krieges und an die Vorfahren, die auf der Seite der Anti-Hitler-Koalition gekämpft haben, bewahrt. Durch diese Initiative wird den Menschen die Möglichkeit genommen, die Erinnerung an ihre Familien zu bewahren. Dank der Bemühungen unserer Partei wurden Beschwerden beim UN-Menschenrechtsausschuss eingereicht und eine vorläufige Regelung beantragt, das heißt ein Verbot des Abrisses von 8 Denkmälern, bis die Beschwerden abgeschlossen sind. Allen diesen Anträgen wurde stattgegeben. Aber die Regierung ignorierte die Entscheidung des UN-Menschenrechtsausschusses mit der Begründung, dass sie nur beratenden Charakter habe. Im vergangenen Sommer und Herbst wurden mehr als 70 Denkmäler für die Befreier Lettlands von den deutschen faschistischen Besatzern abgerissen, obwohl der UN-Menschenrechtsausschuss Lettland dazu verpflichtet hatte, den Abriss zu unterlassen. Ich war unter denen, die sich an den Ausschuss wandten. Das Schicksal wollte es so, dass das Grundstück, auf dem eines der Denkmäler stand, meinen Vorfahren gehörten, die Opfer des Holocaust waren. Eine jüdische Familie. Das ist das Aloscha-Denkmal in der Stadt Rezegne, der Hauptstadt von Latgale. Manche kennen Vitebs. Meine Großmutter studierte an der Petersburger Universität zusammen mit Marc Chagall. Und sie lebte dann in Russland und blieb am Leben als einzige der Familie, die neben dem Abriss der Denkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Behörden. Nächste Bild. Das war der Abriss dieses Denkmals in Aloscha. Wurden auch andere Denkmäler Opfer dieser Kampagne. Hier sehen Sie die Skulptur von Puschkin in einem der Parks in Riga, die kürzlich abgerissen wurde. Von einem Bildhauer Karatinov, das wurde kürzlich abgebaut. Man sieht, erst werden solche Denkmäler abgerissen. Der Kampf gegen die Denkmäler der Vergangenheit geht weiter mit Repressionen gegen Menschen, die heute in Lettland leben. Einige der älteren Menschen sind in Gefahr, illegale zu werden. Die neue rückwirkende Norm sieht vor, dass bei schlechten Kenntnissen der lettischen Sprache die Daueraufenthaltsgenehmigung für diejenigen, die die russische Staatsbürgerschaft erworben haben, aufgehoben wird. Aber die schwerwiegendsten Folgen der Nutzung des Windows of Opportunity betreffen die junge Generation. Die fortschreitende Zerstörung des Bildungswesens der Minderheiten hat 1995 begonnen in der Hochschulbildung, wurde dann 2004 für die Sekundärbildung und 2018 auf die Grundschulbildung ausgedehnt. Die jüngsten Veränderungen der Bildungsgesetze in der Republik Lettland sehen die vollständige Abschaffung des Unterrichts in russischer Sprache vor. Das wird sowohl für die öffentliche als auch für private Schulen gelten. Es gibt ein paar polnische Schulen, aber auch ukrainische. Und es wird auch für die privaten Schulen gelten. Ich möchte meinen Beitrag mit einem Ausschnitt aus dem Videoclip beenden, den unser Team 2003 produziert hat, als die Massenproteste der russischsprachigen Bevölkerung gegen die Bildungsreform begannen. Mit der freundlichen Genehmigung von Roger Waters
wurden die Fragmente des berühmten Pink Floyd Clips verwendet, aus dem Clip The Wall. Wir kämpfen weiter, dass dieses Verbot der Bildung in den Muttersprachen endlich beendet sein wird, denn wir treten für die Rechte der Kulturen ein, wie das Recht der Russisch sprechen in unserer Muttersprache. Vielen Dank. Vielen Dank. Der letzte Vortrag von heute im Vormittag. Es gibt noch einige Fragen für den. Es ist Lies Augustat von der Nationalen Vereinigung Frieden durch Kultur Europa. Weltfrieden auf der Basis universeller Ethik. Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, die Gesellschaft Frieden durch Kultur Europa baut Brücken zwischen Ethnien, Ländern, Religionen, Traditionen und unterschiedlichen Weltanschauungen. Wir haben in den letzten 30 Jahren zahlreiche Konferenzen in Kasachstan und anderen europäischen Ländern organisiert und sehen uns primär als Inspirator und Ideen geben. Im Rückblick auf unseren Weltkongress auf dem Weg zur geistigen Gemeinsamkeit in Alma-Ata mit mehr als 1500 Teilnehmern, der vom damaligen Präsidenten Nursul Nazarbayev maßgeblich unterstützt wurde, denke ich auch gerne an Professor Hans-Peter Dürrer, der weltweit bekannte deutsche Physiker, Direktor des renommierten Planck-Instituts für Physik und Träger des alternativen Nobelpreises, hat uns regelmäßig mit seiner Teilnahme und seinen Erkenntnissen bereichert. Seine Gedanken finden auch in meinem Beitrag ihren Niederschlag. Quantenphysiker wollen wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. So fragte sich auch Professor Dürr, was eigentlich hinter der Materie steckt. Er spaltete sie in immer kleinere Teile, in der Hoffnung, irgendwann auf das Wesentliche zu stoßen. Doch nach 50 Jahren Forschung kam er zu dem verblüffenden Ergebnis, das Wesentliche liegt nicht in der Materie, sondern diese gibt es eigentlich gar nicht in der bisherigen gedachten Form. Was wir für Materie halten, ist in Wirklichkeit Schwingung und Energie, eine Beziehungsstruktur. Die Realität sieht ganz anders aus, als wir sie uns vorgestellt haben. In moderner Sprache ausgedrückt, steht am Anfang keine physikalische Materie, Hardware, sondern nur Idee und Software. In anderen Worten und mit Hilfe der Logik folgt daraus die Erkenntnis, dass das sogenannte grobstoffliche und sogenannte feinstoffliche zwei Seiten einer Medaille sind, eine untrennbare Einheit von Geist und Materie. Diese bisher dem Bereich der Spiritualität zugeordnete Aussage wird durch die Quantenphysik nun schrittweise wissenschaftlich untermauert und dürfte in Zukunft in alle gesellschaftlichen Bereiche ausstrahlen. Die Welt ist das eine und das Ganze, das man nicht zerlegen kann.
Das hat fantastische Konsequenzen, denn wenn wir uns selbst in diese Welt mit einbeziehen, sind wir zwar unterscheidbar, aber nicht getrennt. Wir befinden uns alle in dieser Gemeinsamkeit, in dieser Verbundenheit. Im Sanskrit nennt man das Advaita, die A-Dualität. Wenn Menschen Kriege führen gegeneinander, dann verletzen sie sich gleichzeitig selbst, da alle Lebewesen Teile dieser Einheit sind. Wenn etwas in der Welt leidet, dann leiden wir mit, auch wenn wir den Grund dafür nicht kennen. Das ist keine Sentimentalität, sondern ein tiefes ontologisches Gefühl, das an unsere gemeinsamen Wurzeln rührt. Trotz Bewahrung unserer Individualität sind wir gleichzeitig Teil einer höheren Einheit, nämlich der gesamten Menschheit. Auch die aktuelle Realität zeigt immer wieder die Kollektivhaftung, in der die Menschheit gefangen ist. El Niño, radioaktive Strahlung aufgrund von Atomwaffentests oder die gigantische Emissionsausstoß der Industrie in die Luft und die Ozeane. Diese Auswirkungen machen weder vor Landesgrenzen noch vor Berggipfeln oder den Tiefen der Meere Halt. Weltweite Zusammenarbeit, individuelle ethische Verantwortung, Wohlwollen und gegenseitiges Verständnis der Kulturen und Traditionen zwischen den Völkern werden notwendig sein, um die nächste Stufe zu erklimmen, den Weltfrieden. Die Hoffnung der Vereinten Nationen könnten die Welt durch gemeinsames politisches Handeln vereinen, wurde bisher leider nur ansatzweise und in einzelnen Ressorts erfüllt. Können wir auf dem Gebiet der internationalen, interkulturellen und interreligiösen Verständigung etwas Ähnliches schaffen und wirksame Ergebnisse erzielen? Mein verstorbener Vater Willy Augustat hat schon vor vielen Jahren das Konzept eines internationalen Weltethikkongresses vorgestellt, aus dem langfristig ein Weltethikrat hervorgehen könnte. Eine solche Institution würde sicherstellen, dass universelle ethische Anforderungen und entsprechende Parameter bei allen wichtigen Entscheidungen auf allen Ebenen optimal berücksichtigt werden könnten. Zwar wird nicht in allen Sprachen zwischen den Begriffen Ethik und Moral unterschieden, wir können jedoch feststellen, dass Moral ein Begriff ist, der innerhalb einer Gesellschaft von lokaler oder vorübergehender Bedeutung ist, was zu tun oder zu lassen ist im Sinne von Sitten und Gebräuchen, was früher erlaubt und akzeptiert war, ist heute nicht mehr gültig und umgekehrt. Die jeweils aktuelle Moral ist Teil der Erziehung und der gesetzlichen Regelungen innerhalb eines Landes oder einer Gruppe. Das ethische Fundament hingegen ist bereits von Beginn an Teil des Menschen. Es ist dem höheren Selbst sozusagen immanent. Wenn wir nach universellen Prinzipien suchen, finden wir sie in allen großen Weltreligionen, die viele ethische Grundanforderungen an das Bewusstsein und den Charakter des Einzelnen gemeinsam haben. Ethische Räte auf weltweiter Basis könnten sich aus unparteiischen Vertretern der Akademien, der Geistes- und Sozialwissenschaften, Künstlern, Wissenschaftlern im Allgemeinen und Religionsvertretern zusammensetzen. Alle Weltreligionen werden in ihrem ursprünglichen Sinn anerkannt und die Ethik als gemeinsame Grundlage aller Kulturen und Religionen vertreten. Jeder Kandidat wird aufgrund seines Wissens und seiner Autorität auf einem bestimmten Gebiet sowie aufgrund des Ansehens und des Vertrauens, das er in seiner eigenen oder in verwandten Kulturen genießt, ausgewählt. In diesem konzeptionellen Rahmen entsenden die nationalen Ethikräte Vertreter in den Weltethikrat, der auf Augenhöhe mit den Vereinten Nationen agiert.
Alle Maßnahmen werden nur mit Zustimmung beider Gremien beschlossen, sodass ethische Standards bei jeder politischen und bei anderen weitreichenden Entscheidungen berücksichtigt werden. Ein Vetorecht, wie heute innerhalb der Vereinten Nationen, gibt es nicht, sondern maximal auf Seiten des Ethikrates. In einer zukünftigen Weltgemeinschaft muss der Vorteil des einen auch zum Vorteil aller anderen gereichen. Alle Kulturen weltweit sollten ihre kulturellen Grundlagen behalten und so in die angestrebte übergreifende Weltfriedenskultur einbezogen werden. Einheit in der Vielfalt und Vielheit in der Einheit, universelle ethische Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit, Gleichheit, Freiheit, gegenseitiger Respekt, Gemeinschaft und Nächstenliebe sind die Werte von heute. Der Startschuss könnte im Rahmen eines Weltethikkongresses erfolgen, bei dem die Teilnehmer geeignete Kandidaten bestimmen und wählen. Lassen Sie uns diese Idee gemeinsam weiterentwickeln, auf die nächste Stufe der praktischen Umsetzung bringen. Vielleicht kann man das sogar mit Helgas Idee zusammengebracht werden, wo der Papst seine Rolle spielt. Wir sind heute hier, weil wir wissen, dass es für uns keinen anderen Weg mehr gibt, als kompromisslos und mit aller Kraft den Frieden anzustreben, wenn das Leben auf der Erde weitergehen soll. Wir alle sind uns bewusst, dass die Zeit reif ist für ein neues Paradigma, einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel. Zurückgehend auf Plato und andere Philosophen müssen wir wieder das kosmische Gesetz von Ursache und Wirkung berücksichtigen, das gleichzeitig die Selbstverantwortung eines jeden Menschen impliziert. Fridtjof Capra, Physiker und Zukunftsforscher, vergleicht diesen Ansatz mit einem globalen Immunsystem, das zum Schutz unserer Erde aktiv wird. Einer kollektiven und fast instinktiven Reaktion der Menschheit auf die akute Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen. Dieses Immunsystem besteht aus vielen Menschen und Gruppen in allen Völkern, die unermüdlich an allen Orten unseres Globus tätig sind, um die schädlichen Einflüsse, die unser Leben überall bedrohen, zu neutralisieren und zu regenerieren. Ich bin sehr froh, dass das Schiller-Institut ein starkes Netzwerk solcher Immunreaktionen für eine friedliche Zukunft bietet. Und lassen Sie mich mit den Worten meines Vaters schließen. Zitat: Weltfrieden kann nur auf einem höheren kulturellen Bewusstsein sowie Verantwortung für notwendiges Handeln aufbauen. Zitat Ende. Vielen herzlichen Dank. Danke. Frau Augustat, jetzt möchte ich die Gründerin des Schiller-Instituts, Helga Zeppler-Rusch, auch auf die Bühne bitten und vielleicht ihre Kommentare, Gedanken zu den Reden uns mitzuteilen. Ich möchte sagen, was für eine frische Brise war Intellektuelle einen Sinn des Menschlichen, der Menschheit ausdrücken, die Ideen von allen. Frau Sadonga, Herr Abate, Professor Reichler, Frau Augustat, alle diese Ideen sind sehr konstruktiv und ich denke, sie geben uns eine Idee, warum beispielsweise Nikolaus von Kues völlig recht hatte, als er sagte, der einzige Grund, warum Menschen aus verschiedenen Rassen, Ländern, Kulturen kommunizieren können miteinander, ist, dass es Künstler gibt, dass es Wissenschaftler gibt, dass es Philosophen gibt, Menschen der Idee. Das ist genau, was wir dass wir gegen diese Kriegskultur tun müssen.
wenn wir jetzt uns Europa ansehen. Ich stimme da ganz dem Zitat von Menuhin zu. Europa wird entweder ein Europa der Kultur sein oder nicht existieren. Wir als Europäer sind in einer existenziellen Krise. Ich finde es unglaublich, wie wenig Menschen das merken. Wir als Kontinent werden weggeworfen. Unsere Alliierten bomben unsere Infrastruktur, die Nord Stream Pipeline. Wir sind Opfer von Deindustrialisierung. Was bedeutet Europa? Was wir in Frankreich in den letzten Wochen gesehen haben, wäre dann nur ein Vorgeschmack für das, was in allen Ländern passiert, wenn wir den Kurs nicht ändern. Das soziales Chaos wird ausbrechen, wenn die materielle Existenz nicht mehr sicher ist. Ich denke, diese Konferenz kommt zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt. Einerseits ist die Gefahr unglaublich groß. Der Feind macht Fehler. Die USA haben nun entschieden, Clusterbomben der Ukraine zu liefern. Ich denke, das ist ein großer Fehler von ihnen, denn selbst die dümmsten Grünen werden wütend darüber sein. Selbst Baerbock musste sich davon distanzieren, was wirklich ein großes Zeichen der Risse im System ist. Ich denke, wir sind in einer Periode, das nächste Jahr, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 1,5 Jahre, aber nicht mehr. Ich bin ganz sicher, dass wegen verschiedener Prozesse, Absturz des Finanzsystems, Auszehrung der ukrainischen Bevölkerung, massive Momentum des globalen Südens, der absolut entschlossen ist, ein neues System zu schaffen. Wenn man Ramaphosas Worte hört, baut uns diesen Inga-Damm und dann glauben wir euch. Und wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr fertig, dann sind wir fertig mit euch. Diese Entschlossenheit für den Aufbau eines neuen Systems zusammen mit vielen anderen Faktoren gibt uns ein Zeitfenster, denn die Geschichte ist keine Seifenoper. Nicht jeden Tag eine neue Folge und das ewig. Wenn man in der Geschichte zurücksieht, es gibt immer Abzweigungen, wonach es zu spät ist. Der Erste Weltkrieg, der Zweite. Wir sind jetzt an einem dieser Kreuzungspunkte. Wir brechen durch die Grenze, die Schallgrenze oder wie immer man es vergleichen will. Wir müssen aus dieser Konferenz gehen mit dem heiligen Versprechen, dass wir dieses schönen europäischen Kontinent zu organisieren. Gut, Deutschland, Frankreich, Italien, andere Länder. Wir haben viel beigetragen zu Wissenschaft und Technik. Es gibt viele Wissenschaftler, Erfinder in der Vergangenheit. Aber was wird von dauerhaftem Wert sein als europäischer Beitrag zum neuen Paradigma? Das kommen muss, schon kurzfristig. Ich glaube sehr, dass das kurzfristig möglich ist. Das wird unsere Kultur sein. Es wäre höchst bedauerlich, wenn ein neues Paradigma kommt mit Afrika, Lateinamerika, Asien und vielleicht andere. Und Europa würde ins Chaos abstürzen. Wo wir am Rande sind, ein Fossil im Museum, vielleicht in Mongolien, in der Mongolei, im Kulturmuseum. Und das ist viel näher dran, als wir die Leute denken. Verloren geht die einzigartige kulturelle Beitrag, italienische Renaissance, französische Idee der Polytechnik, die deutsche Klassik, die Musik, viele andere Renaissance-Phänomene. Und so unwahrscheinlich es ist, ich habe keinen europäischen Politiker jemals davon reden, von der Substanz, von das Wesen von Platon, Kusa, Leibniz. Vielleicht
Nominell sind sie für die 9. Sinfonie, aber was bedeutet es, ist ihnen, alle Menschen werden Brüder, sie tun das Gegenteil. Sie bauen Blöcke. Und wir müssen aus dieser Konferenz gehen mit der heiligen Entschlossenheit, dass wir diese schöne europäische Kultur erneuern. Denn das ist mehr im Einklang mit der menschlichen Seele. Menschliche Dinge sind schön. Die Kraft der Kreativität ist stärker als die des Hasses. Und so da lade ich alle ein, an der Diskussion teilzunehmen und mit einer Explosion des Optimismus, dass wir Hegemonie mit unserer Philosophie sein werden und nicht der Gegner. Wir haben, bevor wir mit einem Gedicht Schluss machen, haben wir Zeit für ein paar Fragen. Für Rede. Ich bin Friede Gillesberg. Ich bin mit dem Schiller-Institut in Dänemark. Und ich komme aus dem Kosovo. Ich möchte etwas sagen. Als die NATO im Kosovo intervenierte 1999, habe ich gesagt, es ist ein gerechter Krieg mit einem ungerechten Ziel. Denn es gab 10 Jahre im Kosovo, wo genau das passierte, was in der Ukraine passierte. Sie haben Schulen geschlossen, Leute wurden als Untermenschen bezeichnet. Und dann diese Bevölkerung hat Flügel des Hasses bekommen. Und das sehen wir überall. Es gibt Hassflügel, denn diese Russen sind ja keine Menschen mehr. Ich vergleiche das Serbien-Regime mit dem ukrainischen Regime. Im Balkan weiß jeder, was im Kosovo passiert ist. Es gab ein rassistisches Regime. Geht etwas vor in der Ukraine, wo die Russen als Untermenschen bezeichnet werden. Wie kann man Menschen dazu bringen, zu verstehen, wenn man Menschen degradiert? Das ist Rassismus. Das ist nicht nur gegen Schwarz und Weiß, die Chinesen und andere Nationalitäten, sondern wir müssen sicherstellen, dass der Dialog von der Kulturen weitergeht. Und jeder, der in diesem Panel gesprochen hat, wird dem Schiller-Institut helfen dabei. Denn Hass ist das ist das Problem. Ein Hass von Gegenmenschen. Da sehe ich zurück in die 30er Jahre. Vielleicht reicht das erstmal. Vielleicht sollten wir weitere Fragen nehmen und dann können die Redner entsprechend antworten. Herr Mischra. Vielleicht bitte mehr Fragen stellen als vielen Dank für diese fantastischen Reden. Ich bin besonders fasziniert von Frau Augustas, denn sie hat Sanskrit und andere Prinzipien zitiert. Und eine Frage an Sie ist, wo kann ich diese Rede herbekommen und sie auch weiter zitieren? Und die Frage ist, wie können wir einen Lebensstil schaffen, wo der Vorteil des einen das Vorteil von anderen, von allen ist, so wie Sie das erwähnt haben.
ich sehe, dass eines der Dilemmas ist, als ich nach von Indien herkam, wir haben die Tour de France, einer hat 25 Sekunden Vorsprung, das ist ein Nachteil für den anderen. Wie kann man eine Kultur schaffen, wo der Vorteil des einen der Vorteil von allen ist? Ein großes spirituelles Prinzip. Wie tut man das? Wie kriegt man das hin? Noch weitere Fragen? Bitte ins Mikrofon. An Frau Danoska. Ich möchte die russische Kommune, die Russen in Latvien, Litauen unterstützen. Es ist sehr traurig, was Sie ausgeführt haben. Sie erwähnten, dass Sie bei der UNO schon eine Klage eingereicht haben. Wozu ist die UN nütze? Es gibt Gesetze. Sie sagten, Sie haben dieses ungesetzmäßige Regierung angeklagt, in dem Sinn, wie sie russischen Menschen behandeln. Es gibt ein Gesetz auf weltweiter Basis. Wofür sind die UN gut, wenn eine Regierung so behandelt ist, wenn es kein Gesetz gibt? Warum? Es gibt so viele andere Dinge, die man sagen könnte im gleichen Sinne. Was über den Kosovo gesagt wurde. Ich stamme auch von da. Sie sind Albanier, aber Albaner, ich bin Serbe. Ich könnte genau das Gegenteil von dem sagen, was Sie gesagt haben. Das ist wirklich ein Dilemma. Es wie Butscha. Es wurden Menschen umgebracht im Krieg. Sie wurden getötet. Und ein finnischer Wissenschaftler hat diese Leichen untersucht. Und es gibt den Beweis, dass sie im Krieg getötet wurden. Und sie haben das dem UNO-Menschen erzählt. Aber sie haben es anders ausgelegt. Und das waren Albaner, die heute zugegeben haben, dass das ein Fake war. Und ich möchte, dass sie das auch als Fake betrachten. Und es gibt viele, viele Unwahrheiten in diesem Bereich. Noch eine weitere Frage. Vielen Dank für die Redner. Ich bin Journalistin von People's Daily aus China. Wir haben heute Morgen von Kultur gesprochen. Das ist es gibt Werte, es Konzepte von Werten. Und während heute die USA nur Narrative von sich geben, wo es der Hauptverteidiger von universellen Werten sei, eingeschlossen Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Und China wird als größter Rivale dieser Werte hingestellt und sie wollen die westlichen Verbündeten davon überzeugen. Viele hier mögen, dass es Gift und gefährlich und das wird das Risiko eines Kalten Krieges heraufbeschwören. Vielleicht meine Frage richtet sich an alle Redner. Was ist der fundamentale Fehler an diesem Narrativ? Und wie kann man über dieses Narrativ hinauskommen? Vor allen Dingen,
wenn wir in einer Welt leben, wo die US-Propaganda immer noch so dominierend ist. Vielen Dank. Ich möchte noch eine persönliche Frage stellen an Professor Richler, was er in einem seiner Bücher hat er etwas über Empathie als beschrieben als Hauptfaktor was jeder Mensch berücksichtigen sollte bei einem Friedensprozess. Die Redner werden in der Reihenfolge ihres Auftretens antworten. Das Erste, was ich sagen möchte, der Kommentar zum Hass. Hass ist wirklich immer das Erste bei Eskalationen, der Ursache. Bei Krieg und so weiter, da würde ich völlig übereinstimmen, aber das bezieht sich auch viel auf Empathie, also das Fehlen von Empathie. Wenn ich betrachte den Krieg in der Ukraine, auch die Konflikte im Balkan, es hat sich keine Empathie entwickelt. In der Hinsicht ist die Lage katastrophal. Ja, denn das führt zur Eskalation, zum Krieg. Und Sanktionen sind die Idee, Sanktionen können Frieden schaffen, das ist völliger Unsinn. Das Behaviorism von Skinner, man weiß, dass man mit Sanktionen bekommt man keinen Krieg, sondern gegenseitigen Nutzen. Die Belohnung sozusagen. Und eine Folge von fehlendem Empathie ist dieser extreme ausschließende Nationalismus, wie von Frau Stadonka erwähnt. Und ich als Belgier bin da empfindlicher, aber wir haben in unserem Land 3 offizielle Sprachen, Französisch, Flämisch, Deutsch. Die Bildung ist organisiert von den Sprachgemeinschaften, diesen 3. Für uns ist es ganz komisch, dass das andere nicht auch tun, statt so etwas dieser Exklusivität bei den Nationen zu schaffen, auch im Baltikum und Ukraine. Und das letzte, Belgien, wenn mich Studenten fragen, wie sehen Sie sich politisch? Sie haben verschiedene Loyalitäten und das ist in unserem Land ganz. Von Antwerpen heißt das, ich bin ein Flame, Belgier und Europäer gleichzeitig. Also das Problem hat mit Empathie zu tun. Ich will nicht das hier zu lange ausführen, denn es ist ein großes Thema, es ist eine der wichtigsten Sachen, Empathie für dauerhaften Krieg. Es geht nicht nur um Diplomatie, Strukturen, sondern auch politische Psychologie. Empathie ist wichtig für Vertrauen und ohne das geht gar nichts. Danke. Wir brauchen hier eine englische Übersetzung für das Italienisch. Gut, der Test hat funktioniert. Wenn wir vom Krieg reden, müssen wir sehen, was in der Geschichte passiert ist. Bei Kriege werden immer angefangen, indem man große Prinzipien vor sich herträgt. Ja, aber es gibt immer 2
Parteien. Die eine, die Krieg will für ihre eigenen Interessen, und die andere, die Opfer davon ist. In der Vergangenheit, also Kriege sind heute nicht anders als früher. In der Vergangenheit gab es Kriege für Religionen oder Grenzen. Heute gibt es Kriege für die Konzentration von geopolitischer Macht. Der Krieg im Kosovo war eine Demonstration, wie die unipolare Welt in der Lage war, Länder herauszupicken, die angegriffen werden. Kriege wie der jetzt in der Ukraine haben das Ziel, letztlich Russland und Europa für immer zu spalten. In diesen Tagen sprachen wir über große Prinzipien. Wir müssen arbeiten, um sie zu verwirklichen. Ich danke Ihnen. Es gab eine Frage allgemein und eine auch speziell an mich. Ich möchte beide vielleicht zusammen beantworten über die Vereinten Nationen. Ich habe früher immer wiederholt, obwohl es scheint so einfach, einen der ersten Artikel der Universellen Erklärung der Menschenrechte. Das erschien nach dem Zweiten Weltkrieg 1948. Das heißt dort, jeder Mensch ist gleich geboren und frei in seinem Gewissen und in seinen Rechten. Hier ist die Grenze, ob wir nur sehen, dass Menschen gleich sind oder dass wir die Menschheit teilen nach Kategorien, die Überlegenen und die Unteren. Das ist heutzutage der Hauptpunkt der Teilung der Ideologien. Wir sprechen über Nationalismus, Kultur. Wir können das nicht vermeiden, dieses Gefühl, dass wir Kulturen mit Poesie, Literatur und so weiter haben. Aber wir brauchen nicht denken, dass unsere Kultur besser ist als andere. Das ist das Problem. Und ein großer Freund von mir, Fernando Varenne, von den Vereinten Nationen, Minderheitenkommissär, er kürzlich sagte, Idee, dass jemand überlegen ist oder minderwertig, es ist immer noch in dem Geist der Menschen und da erst das ermöglicht Konzentrationskammern und Gaskammern, nicht andersherum. Lisinski, das sagte, eine Ideologie nach dem Kommunismus kommt vielleicht Nationalismus und man muss das benutzen. Und es wurde benutzt in der Ukraine. Aber wir müssen Zelensky erinnern, was er vor der Wahl versprach. Frieden und Respekt für Russisch sprechende und andere Minderheiten. Er ist selbst geboren russischsprachig, aber dann hat er alles aufgegeben und vergessen. Und die Frage ist, glauben wir, dass die Vereinten Nationen noch sinnvoll sind? Ich denke schon. Ein anderer Freund, britischer Anwalt, ja.
der auch hier in Straßburg arbeitet. Er sagt, er hat ein Buch über Degradation der internationalen Ordnung, der Rechtsordnung. Er bezieht sich auf Jugoslawienkriege als Anfangspunkt dieses Niedergangs der Rechtsordnung. Und wir müssen die Antwort in der Richtung finden. Dieser Niedergang der internationalen Ordnung. Wir müssen das auch diese internationale Rechtsordnung trotzdem benutzen, diese Idee zu realisieren, dass alle Menschen gleich sind und gleiche Würde haben. Ja, eine sehr schwierige Frage. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir die Wissenschaft mit ins Boot holen, denn es gibt einige Menschen, die zu bestimmten geistigen, religiösen Traditionen verbunden sind, verschiedene Ideen zu kooperieren und einander zu helfen. Aber es gibt viele Menschen, besonders in Europa, die nicht mehr solche Traditionen verbunden sind. Und die bekommt man nur ins Boot, ist Wissenschaft. Denn hier zähle ich auch auf die Quantenphysik, aber auch über neue Forschungen, über Placebo-Effekte, wo etwas, was man in ein Universum getan hat, die eigene Haltung, mindestens ein 50% Effekt für die Wirkung hat, das, was einem der Doktor gibt. Und das sollte man auch, da wurde viel geforscht darüber, denn beispielsweise, es hat auch den Effekt, dass man die Substanzen in den Pillen reduzieren kann um bis zu 70%. Denn wenn der Patient weiß, ja, dass etwas hilft gegen Hochdruck, Bluthochdruck, und man die Idee hatte, dass die wissenschaftlichen Studien haben ergeben, man kann 2/3 davon der Substanz reduzieren, wenn die Haltung die richtige ist. Und das sollten wir verbinden. Geist und Materie zusammenbringen. Da sind viele Menschen auch darauf fokussiert heutzutage. Ich merke das oft in Diskussionen. Wenn wir sehen, dass Wissenschaft beweist Dinge, wie Verbindungen beweist, dann ist sie nicht mehr nur irgendwie nett. Warum sollten Menschen nett sein? Sondern es ist eine Frage, ist das mal selbst überlebt, weil wir alle miteinander zusammenhängen. Dann ist das ein Selbstschutz und dann können wir die Welt verändern. Ja, ich denke, im Mittelpunkt der Veränderung wird Liebe sein. Denn das Gegenteil von Gegenteil ist Liebe. Und wir können das alle also ab sofort einsetzen. Der Konfuzius, auch Lessing sagten, man kann bewusst anfangen zu lieben, sofort. Man kann seine Emotionen in einem Moment ändern. Man kann es zu Hause versuchen, jeder, wenn man mit jemandem einen Streit hat. Man hasst die Person, man ist wütend und dann tut man etwas Gutes für diesen Menschen, für den Geist des Menschen, wird man gleich sehen, dass die Emotion sich ändert. Diese liebende Haltung von Eltern zu ihren Kindern, das muss man ausweiten auf größere Gruppen und auf die ganze Menschheit. Ich bin sehr optimistisch. Denn die Ideen von Gandhi, Martin Luther King sind sehr lebendig in Menschen, die der gegenwärtigen Lage sich entgegenstellen. Und wir können sehr viel lernen von der Idee der Gewaltlosigkeit, direkte Aktion, Mut für das Rechte einzustehen und Gewalt gleichzeitig abzulehnen. Ich möchte auch vorschlagen, dass alle Friedrich Schiller lesen, besonders die ästhetischen Briefe.
Diese ästhetische Erziehung ist, wie man sich selbst verbessert. Wir sehen, China und andere Länder werden Diktatoren oder Autokratie genannt. Warum? Weil die Regierung fordert, dass die Menschen sich verbessern und sich veredeln. Bestimmte Mängel beseitigen. In China ist Popmusik bis zum gewissen Grad verboten, weil es die Frauen herabwürdigt. Und ich denke, das ist durchaus richtig und wir sollten das nicht haben. Wenn man so etwas in Frankreich oder Deutschland sagt, ist man Autokrat, Faschist. Das zeigt man, wie falsch das alles ist. Aber Schiller hätte die Idee der ästhetischen Erziehung durch die Kunst, durch klassische Musik, große Gemälde, Dichtung, holt man aus den Menschen etwas Edleres heraus. Und je mehr man das tut und je kürzer die Intervalle werden, wo man es nicht tut, umso mehr verbessert man sich. Diese Idee für lebenslanger Selbstverbesserung ist absolut wesentlich bei dem, was wir machen. Denn wer sich nicht selbst ändert, wie will er die Welt verändern? Die ästhetische Erziehung, was auch Chinas Aufstieg, den modernen China beeinflusste. Der erste Bildungsminister der neuen Republik, Yuan Pei. Er studierte von Schiller bei Humboldt, dass die ästhetische Erziehung von Schiller ist das Fortschrittlichste und er führte es ein in das chinesische Bildungssystem. Präsident Xi Jinping hat das gelobt, oft die ästhetische Erziehung, als das, was Menschen sich zu entwickeln, einen schönen Geist. Und das schafft Kunst, Wissenschaft und so weiter. Das müssen wir auch unbedingt mit einbeziehen. Und dann brauchen wir einen Dialog der Kulturen. In Hass und Vorurteil und so weiter können wir vorherrschen, weil wir Menschen nichts vom anderen wissen. Wenn man es studiert, fahrt hin nach Indien, nach China, Russland, reisen Sie entlang der alten Seidenstraße, was die großen Reisenden der Vergangenheit taten. Und Sie werden entdecken ganz neue Universen, die sich eröffnen. Die schöne chinesische Malerei, Poesie, Philosophie. Dann wird sich das Herz öffnen und wir müssen uns selbst verpflichten, dass ein Gründungsprinzip des Schiller-Instituts sicherstellen, dass wir diese anderen Kulturen kennen und dass wir die besten Traditionen von allen kennen. Das ist eine Grundlage für eine neue Renaissance. Ich lade Sie alle ein, auch aufzubauen, die internationale Friedenskoalition. Das haben wir vor etwa 6 Wochen angefangen. Die Idee ist, alle Friedensbewegungen auf der Welt zu vernetzen. Wir machen da viele Fortschritte, denn es ist, die Zeit braucht das. Sonst Ideen, die es schon seit längerem, seit Jahrzehnten da sind, man ist Rufer in der Wüste, aber dann kommt der historische Augenblick, der reif ist für solche Ideen. Und ich glaube, er ist jetzt reif, dass wir Weltbürger aller Länder sich vereinigen und so können Menschen sein, was sie sein sollten. Die kreative Gattung, nicht kleine Buben, die sich gegenseitig vors Knie treten, sondern wir müssen erwachsen sein. Wie Schiller und Humboldt, Einstein und Planck. Ideen diskutieren und die Schönheit des Universums. Und Dinge entdecken, wo wir auch noch nicht mal die Fragen kennen. Dass das Niveau der Menschen muss jetzt wahrhaft menschlich werden. Und ich denke, diese Konferenz ist dazu da. Und ich denke, ich stimme mit Herrn Abate ein, dass wir hoffentlich so viele weitere wie möglich haben. Dass es eine Massenbewegung wird für Schönheit und Kreativität.
Bevor wir die Mittagspause gehen, haben wir noch zwei kleine Beiträge, und zwar für genau mit der richtigen Stimmung. Ah. Ich grüße an diese Konferenz von zwei Menschen aus derselben Familie, die beide auf sehr praktische Weise am Dialog der Kulturen beteiligt waren. Der erste Teil der Botschaft ist Professor Wolf Dietrich Rückert, deutscher Chemieingenieur, inzwischen schon betagt, der in den 70er Jahren in führender Rolle an den Industrialisierungsbemühungen in China unter Mao und Deng beteiligt war. Er senkt das folgende Grußwort. Frieden kann man nur erreichen, wenn man miteinander redet und sich schätzt. Europa ohne Russland gibt es nicht. Da wir den Zweiten Weltkrieg nicht richtig verarbeitet haben und die richtigen Schlüsse gezogen haben, sind wir in diesem hoffnungslosen Dilemma. Frieden entsteht aus gegenseitiger Achtung, egal welcher politischen oder religiösen Anschauung. Ich wünsche dieser Konferenz, dass Ihre Gedanken gehört und umgesetzt werden. Ihr Wolf Dietrich Rückert. Und Professor Rückert ist ein Nachfahre von Friedrich Rückert, der deutsche Dichter, Sprachwissenschaftler und Übersetzer aus dem 19. Jahrhundert, der 56 Sprachen studierte und die Orientalistik in Deutschland mitbegründete. Er ist berühmt für seine Übersetzung zahlreicher Gedichte aus anderen Sprachen ins Deutsche, vor allem orientalische Sprachen. Der Dialog der Kultur auf höchstem Niveau. Und er schrieb auch eigene Gedichte, sehr viele, von denen viele vertont wurden, darunter von Franz Schubert, Du bist die Ruhe, und von Gustav Mahler, die Kindertotenlieder. Und hören wir hier nun etwas Friedrich Rückert zum Thema Frieden sagt. Das lese ich jetzt im deutschen Original. Die Welt ist schön. Die Welt ist schön. Die Welt ist gut, gesehen als Ganzes der Schöpfung Frühlingspracht, das Heer des Sternentanzes. Die Welt ist schön, ist gut, gesehen im einzelnst Kleinen. Ein jedes Tröpfchen Tau kann Gottes Spiegel scheinen. Nur wo du Einzelnes auf Einzelnes beziehst, oh, wie vor lauter Streit du nicht den Frieden siehst. Der Frieden ist im Kreis, im Mittelpunkt ist er, drum ist er überall. Doch ihn zu sehen ist schwer. Es ist die Eintracht, die sich aus der Zwietracht baut, wo mancher vom Gerücht verwirrt den Plan nicht schaut. Drum denke, was dich stört, dass es dich ein Schein betört und was du nicht begreifst, gewiss zum Plan gehört. Such erst in dir den Streit zum Frieden auszugleichen, versöhnend dann, soweit du kannst, umherzureichen. Und wo die Kraft nicht reicht, da halte dich ans Ganze. Im ewigen Liebesbund steht mit dir Stern und Pflanze. Vielen Dank. Jetzt wollen wir einen ganz kleinen musikalischen Beitrag haben. Wir wollen, dass Sie mitbekommen, was Polyphonie heißt. Die Frage ist, wie kann man Einheit zwischen verschiedenen Stimmen herstellen, verschiedenen Melodien?
wir wollen einen Kanon dafür nehmen. Und die Idee ist, wie kann man ein harmonisches Ganzes schaffen, ohne die Souveränität der einzelnen Stimmen zu verlieren. Wir wollen Domanunus Pace singen. Es ist vielleicht Mozart, der das komponiert, da ist nicht ganz sicher. Das heißt, gib uns Frieden. Wir haben drei Gruppen von Sängern, dort in der Mitte und dort. Und zögern Sie nicht mitzusingen. Versuchen Sie es einfach und versuchen wir das jetzt mal zu singen.